Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit. Ich hoffe, ihr habt Lust, euch ein bisschen zu bewegen und eurem Körper was Gutes zu tun. Und dann lasst uns einfach gleich anfangen. Wir kommen einmal in Rückenlage, auch hier schon mal darauf achten, dass ihr das anständig und sauber macht. Macht die Beine einmal lang, lasst die Beine einfach ablegen, wie sie wollen und die Arme. Dann spürt einmal kurz in deinen Körper rein, wie es sich hier gerade anfühlt, wie er so aufliegt. Lass den Atem einfach fließen. Das Einzige, was ich gerne hätte, dass du versuchst, ein bisschen tiefer zu atmen, dass du merkst, dass der Bauchnabel sich hebt und senkt, dass du ein bisschen in deine Flanken hier einatmest und dass du auch merkst, dass die Rippen ein bisschen mehr in die Matte kommen beim Einatmen und sich dann wieder entspannen. Und dann mach einmal kurz die Augen zu und spür in deinen linken Arm, in deine linke Schulter rein. Steht hier noch was unter Spannung oder hast du schon alles abgelegt? Nutze das nächste Ausatmen und leg hier alles in die Matte ab. Geh in die rechte Schulter, in den rechten Arm und spüre hier auch nach. Hast du hier schon alles abgelegt oder ist hier noch was unter Spannung? Nutze das nächste Ausatmen und leg auch hier alles schwer in die Matte ab. Wir gehen ins linke Bein. Hast du hier schon alles abgelegt? Oder hältst du noch was fest? Nutze das nächste Ausatmen, um noch mehr loszulassen. Und dann noch das rechte Bein. Hältst du hier noch was fest? Sind hier noch Muskeln aktiv? Nutze das Ausatmen, um auch hier loszulassen. Und jetzt liegt dein Körper schön tief in der Matte drin. Beweg mal ganz locker deinen Kopf nach rechts und nach links. Nur so groß, wie es sich gut anfühlt, die Bewegung machen. Kann auch hier ganz klein sein, aber damit ihr, wenn ihr doch guckt, seht, was ich will. Einfach ganz locker nach rechts und nach links hier schwenken. Soll sich angenehm anfühlen. Und auch hier das Gefühl haben, der Hinterkopf sinkt immer mehr in die Matte. Dann halte den Kopf wieder still, Nasenspitze zeigt Richtung Zimmerdecke. Und spür einmal in deinen Unterkiefer rein. Presst du die Zähne aufeinander von oben und unten und presst du die Zunge an den Gaumen? Versuch beides zu lösen, dass das Unterkiefer sich leicht öffnet und lass die Zunge schön unten im Mundraum einfach liegen. Und nimm auch hier die Spannung raus. Zieh die Wirbelsäule ein bisschen lang, dass du den Nacken schön in Verlängerung der Wirbelsäule hast. Die Schulterblätter liegen schön in der Matte. Und im Idealfall fallen die Arme nach außen, dass die Handflächen nach oben außen zeigen. Und auch die Beine, dass sie aus dem Hüftgelenk sich nach außen drehen. Atme dreimal tief durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus. Atme tief in den Bauch ein. Schick den Atem durch den Körper. Und dann beginnen deine Finger und deine Füße und deine Hände, deine Arme, deine Beine zu bewegen. Du kannst die Augen langsam wieder aufmachen. Und komm hier in ein Räkeln und Strecken und zieh dich auseinander. Mach hier was Gutes für deine Rezeptoren in den Faszien.
und gib hier wirklich alles. Erober den Raum um dich. Und dann komm hier wieder zur Ruhe, in Rückenlage, die Füße sind aufgestellt. Zieh einatmen, die Schultern zu den Ohren und schieb sie wieder weg beim Ausatmen. Richtig hier auf der Matte hoch und runter rutschen. Wunderbar. Den Kopf haben wir gerade schon ausgerichtet, die Schultern haben wir schon. Jetzt kommen wir hier ins Becken rein. Wir bauen in 5 Wiederholungen langsam eine Schulterbrücke auf. Das heißt, finde Länge in der Wirbelsäule, mach den Nacken lang, dass das Kinn leicht Richtung Brust zeigt. Hier eventuell die Faust einmal zur Kontrolle nehmen. Atme tief ein, dein Becken ist neutral, aktiviere Bauch und Beckenboden und kipp einmal das Becken nach hinten. Ich nehme hier mal kurz meine Hände weg. Einatmen, gehst du wieder zurück und mit dem Ausatmen kippst du ein bisschen weiter, dass hier schon mal dein Gesäß abhebt. Füße sind Sitzbeinhöcker breit auseinander, Fußsohlen sind aktiv, Knie ziehen zueinander, tief einatmen und sauber wieder abrollen. Die Knie ziehen zum Mattenende, tief einatmen. Beim Ausatmen nach hinten kippen und noch ein Stückchen höher rollen. Schauen, dass hier der Kopf nicht nach hinten fällt, dass das Kinn nicht nach oben genommen wird. Tief einatmen und beim Ausatmen wieder nach unten gehen. Ne? Und ihr habt die Arme hier schön neben dem Körper, nur ich mache sie hier weg, dass ihr seht, was passiert. Tief einatmen, wieder die Mitte finden und beim Ausatmen noch ein Stückchen höher. Ungefähr bis zur BH-Linie aufrollen, tief einatmen und sauber mit dem Ausatmen wieder abrollen. Denkt an eure Knie, an die aktiven Fußsohlen, an die aktiven Fersen. Tief einatmen, die Mitte finden und mit dem Ausatmen jetzt ganz nach oben rollen. Nicht auf den Nacken stützen, spürt hier eure Schultern. Schön die Schulterbreite hier spüren. Knie ziehen nach innen, dass die Oberschenkelinnenseite auch aktiviert wird. Stützt hier wirklich auf die Fersen, den Po kontrollieren. Tief einatmen und die Knie nach unten ziehen, während ihr hier Wirbel für Wirbel nach unten rollt. Wunderbar. Becken kippt neutral. Ihr hebt das rechte Bein, ihr hebt das linke Bein. Wir schmieren hier mal noch kurz unsere Knie, indem wir die Unterschenkel einfach heben und senken. Noch 3, 2 und die letzte. Und wir lassen die Knie hier in der Position und kreisen einmal die Fußgelenke nach innen. Dann anhalten und hier den Richtungswechsel. 4, 3, 2 und eine letzte. Rechtes Bein auf 90-90, linkes Bein dazu. Ich muss ganz kurz noch ein bisschen nach unten rutschen. Genau. Becken ist neutral, ohne dass ihr ins Hohlkreuz kippt. Kontrolle hier finden, eventuell ansonsten doch den unteren Rücken mehr Richtung Matte pressen. Okay. Fingerspitzen kommen zur Decke, Handflächen schauen sich an. Und schulterbreit geöffnet. Wir machen eine diagonale Übung, das heißt, linkes Bein, linker großer Zeh auftappen. Rechte, bei mir ist es rechts, der linke Arm führt nach hinten. Mit dem Ausatmen zurückführen. Einatmen, senken, andere Seite und ausatmen, heben. Bauch zieht schön nach innen, Beckenboden ist aktiv. Und ihr macht es so langsam und so sauber, wie ihr könnt. Und es kann sein, dass ihr merkt, ihr könnt nicht bis ganz nach unten gehen. Das ist völlig in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass sie hier ganz sauber arbeitet.
Und ihr merkt hoffentlich schon, dass die Bauchmuskulatur hier aufgewärmt wird. Und die andere Seite noch ein letztes Mal. Und dann bringen wir die Arme zurück und stellen kurz die Beine ab. Okay, wir kommen in unsere erste C-Kurve. Bereite dich vor, finde Bauch, Beckenboden. Die Arme ziehen lang, Schultern sind weg von den Ohren. Und mit dem Ausatmen hebst du hier in die C-Kurve. Wir machen hier einatmen, hoch die Arme, ausatmen nach unten. Einatmen, hoch, ausatmen nach unten. Einatmen, hoch, ausatmen nach unten. Und wenn du merkst, du kannst hier nicht die Arme so weit nach oben heben, das ist völlig in Ordnung hier. Dieses Spiel reicht völlig aus. Und nochmal hier, Bauch schön nach innen ziehen, wer den Tennisball hat. Ihr dürft gerne den Tennisball auf euren Bauchnabel legen, um zu gucken, wie sauber ist es. Wir machen noch 4. Nochmal nach oben ziehen, in die C-Kurve. 2. Und die letzte, hier kurz halten, zurückführen. Und sauber den Nacken und den Kopf abrollen und dann die Arme ablegen. Wunderbar. Dann gehen wir einmal über den Assisted Roll-Up nach oben. Atme nochmal ein, finde die Anbindung. Greif hier mit den Fingern und zieh dich eventuell eben als Assistenz hier nach oben. Dann kommst du hier in den guten Sitz, richtest dir die Wirbelsäule einmal auf, Schultern weg von den Ohren, Füße hier parallel und Sitzbeinhöcker breit, auch die Knie in dieser Position. Finde Bauch und Beckenboden, atme ein, du kippst dein Becken nach hinten und rollst hier ein Stückchen weiter ab, dass du merkst, es wird ein bisschen intensiver. Und jetzt einmal linken Ellenbogen zurückziehen, während der rechte Arm nach vorne streckt. Und hier gehen wir in die Obliques. Ich immer auf dem Weg von der einen zur anderen Seite atme ich ein und hier atme ich aus. Und der Bauch zieht schön nach innen. Noch 3, 2 und die letzte und dann zieh dich einmal nach oben. Beug dich nach vorne. Und dann kannst du hier wieder über die Assistenz der Hände oder ansonsten frei einmal in die Rückenlage rollen. Dann hätte ich gerne noch was für die tiefe untere Bauchmuskulatur. Bring das rechte Knie Richtung Brust, bring das linke Knie Richtung Brust. Dann bring die Füße in Flex und die Fußsohlen Richtung Decke. Während du die Knie erstmal noch angebeugt hast, die Arme sind lang neben dem Körper, finde deinen Bauch- und Beckenboden. Okay, und jetzt hätte ich gerne, dass du eine Fußsohle Richtung Zimmerdecke bringst und versuchst, mit dieser Bewegung dein Gesäß zu heben und dann das andere Bein. Als würdest du dich dagegen stemmen, als würdest du hier was wegstemmen wollen und es kommt darauf an, hier das Gesäß ein bisschen zu heben. Es kann sein, dass du hier die Unterstützung der Arme und der Hände ein bisschen nimmst, völlig in Ordnung, um reinzukommen, und die Fortgeschrittenen, die versuchen hier zu lösen. Ihr könnt die Hände auch wirklich wegnehmen. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Wir kreisen hier unsere Hüfte. Macht es langsam, macht die Beine ganz schwer, lasst die Arme hier arbeiten. Und dann einmal Richtungswechsel.
und stellt einen Fuß wieder auf und den anderen. Wir gehen in die Leg Circles. Die erste Möglichkeit ist, wir machen es so. Das linke Bein kommt auf alle Fälle gestreckt auf die Matte. Und jetzt gibt es die erste Variation. Dein gereistes Bein bleibt hier angebeugt und ansonsten gehst du hier in die Streckung. Beide Füße sind auf alle Fälle in Point, das heißt Zehenspitzen strecken. Es kommt darauf an, möglichst sauber zu arbeiten, nicht möglichst groß zu arbeiten. Also mach's lieber klein, ist umso ekliger und umso effektiver. Wenn ihr mit dem angebeugten Knie das macht, dann sieht die Übung hier so aus. Könnt gerne die Fingerspitzen an eure Hüftspitzen bringen. Und wenn ihr es mit dem gestreckten Bein macht, dann zieht dieses Bein lang, als wäre der große Zeh auf der Matte an der Decke aufgehängt. Und drei Viertel des Kreises, wir kreisen jeweils nach außen, drei Viertel des Kreises ausatmen, ein Viertel einatmen, noch drei, zwei und die letzte und Richtungswechsel. Fünf, vier, drei, zwei und die letzte. Nochmal hier kurz die Position finden, sich bemühen, das Bein immer mehr Richtung Decke zu strecken, in die 90-Position, Knie wieder ganz anbeugen und einmal das Bein wieder lang machen und wir finden die andere Position. Hier müsst die Mitte gut halten, es geht um die Stabilität hier in der Hüfte. Einmal tief einatmen, die Mitte finden und wir kreisen nach außen. Noch drei, zwei und die letzte und dann Richtungswechsel. Und nochmal kurz halten, beide Beine finden, Länge, Mitte hält, Knie anbeugen und beide Beine hier einmal lang machen. Wir gehen in die nächste Übung, auch wieder in zwei Variationen. Wählt weiße, dass ihr möglichst sauber arbeiten könnt und eventuell fangt ihr mit der schwereren an und geht dann in die leichtere über. Okay, die leichtere Version ist mit Füßen aufgestellt, atme ein, zieh dich nach oben, streck ein Bein, streck das andere Bein. Und beug dich einmal rund nach vorne, Bauch zieht nach innen, richte dich wieder auf, ein Bein aufstellen, das andere Becken nach hinten kippen und dann hier ablegen, die Arme einmal über Kopf und wieder hochziehen, ein Bein streckt, anderes Bein streckt, rund nach vorne, wieder aufrichten und beim Ausatmen sauber abrollen. Arme einmal über Kopf so weit wie es geht und wieder hoch und dabei ein Bein ausstrecken und das andere, Füße in Flex und dann wieder so. Und die andere Version ist ohne Beine aufstellen. Bauch, 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 immer kontrollieren. Nicht den Kraftmoment nutzen, sondern die Muskulatur nutzen, also nicht sich hier einfach fallen lassen, sondern Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und genießen, dass ihr es kontrollieren könnt. Hier Länge finden und dann sauber hier aufrichten, Schultern wieder tief und sauber abrollen und dagegen halten. Noch einmal. Und wir rollen sauber ab. Okay, und die Arme ablegen.
Und von hier kommen wir in die erste Seitlage. Und zwar nutzt hier die Kante der Matte. Wenn du Platz hast, kannst du den Arm ganz ausstrecken. Die Fußsohlen sind auch hier einmal in Verlängerung der Wirbelsäule. Finde deine Mitte, stütze dich hier gut auf. Aktiviere hier die Handfläche und die Hüften sind übereinander aufgebaut. Schau, dass du hier in der Hüfte nicht ausweichst. Atme ein und mit dem Ausatmen hier das obere Knie öffnen, eventuell hier umgreifen, dass du hier ein bisschen Kontrolle hast. Und wir strecken das Bein. Wir beugen es wieder an und wir schließen. Öffnen, strecken, beugen, schließen. Öffnen, strecken, beugen, schließen. Immer Länge finden im Bein. Und lass hier dein Gesäß und hier die Seite schön arbeiten. Noch einmal öffnen und strecken. Hier halten. Das untere Bein drückt in die Matte und wir kreisen nach außen. 8, 7, 6, ganz klein. 5, 4, 3, 2, 1. Und halten, Richtungswechsel. 8, 7, 6, 5, Mitte finden. 4, 3, 2, 1. Eins und nochmal kurz halten, bisschen höher gehen und dann Unterschenkel anbeugen, Knie ist geöffnet und Knie hier einmal schließen und einmal ausklopfen. Dann bring das obere Bein hier übers andere oder stell's auf, das ist beides okay. Das, was sich besser für dein Knie anfühlt. Okay, bleib schön auf der Seite liegen, Mitte finden, tief einatmen und mit dem Ausatmen das geflexte Bein, Kniescheibe angezogen, heben. Noch 5, 4, 3, 2, das letzte hier oben halten und der Fuß geht in Point und in Flex und ihr versucht mit der Oberschenkelinnenseite euer Bein oben zu halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und kurz halten, ein bisschen höher ziehen und langsam nach unten bringen. Leg die Beine übereinander, drück dich einmal hoch und schwing die Beine um. Wir gehen auf die andere Seite. Ich will eine gerade Wirbelsäule. Ihr müsst gar nicht auf eure Beine gucken, eure Rezeptoren, die melden euch, wo ihr seid. Ansonsten nur einmal kurz beim Aufbau hingucken, ja? Ihr wisst, hier ist eure Hüfte, die gut aufbauen. Findet eure Mitte. Tief einatmen und beim Ausatmen Knie öffnen und Bein strecken. Schließen, öffnen, strecken, anbeugen, schließen, öffnen. Strecken, anbeugen, schließen, öffnen, strecken, anbeugen. Finde hier Länge und Eleganz im Bein. Bauch zieht schön nach innen, Beckenboden ist aktiv. Die Schultern chillen nicht, sind so wenig in Anspannung oder in Verspannung, wie es geht. Aber es ist natürlich eine aktivierte Haltung. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. 3, 2 und die letzte, oben halten, wir kreisen nach außen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, Richtungswechsel, Länge im Bein finden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal kurz halten, ein bisschen höher ziehen und einmal ablegen, kurz ausklopfen und dann das obere Bein übers andere ablegen oder hier auf die Fußsohle kommen, das andere Bein aktivieren, lang ziehen
und hier dieses Knie nicht fallen lassen, sondern schön öffnen und dagegen halten. Nur wenn es hier nicht zieht, sonst geht ihr hier in die sichere Position. Ne? Und es geht um die Oberschenkelinnenseite. Tief einatmen und die Mitte finden, Fuß in Flex. Und wir heben und senken. Ausatmen, heben, einatmen, senken. Denkt an eure Schultern. 5, Oberschenkelinnenseite. 4, 3, 2 und 1. Oben halten und in Point und in Flex. Wir machen noch 8, 7, 6, 5. Nochmal Bauch nachspannen. 4, 3, 2 und 1. Bisschen höher ziehen und ablegen. Und hier kurz entspannen. Wunderbar. Wir drücken uns hier in den Sitz und wir machen ein bisschen was für die Hüfte. Stell die Füße etwas breiter als mattenbreit auf. Tief einatmen, stütze dich hier ab. Lass beide Knie auf eine Seite fallen, richte dich hier wieder auf und auf die andere Seite. Nacheinander aufstellen. Und die Mitte hält. Nacheinander aufstellen, gleichzeitig sinken lassen und vielleicht merken, ob die eine Seite leichter geht als die andere. Bei mir fühlen sie sich halt ganz unterschiedlich an. Okay, dann bleiben wir hier im Z-Sitz, den wir gerade schon angedeutet haben. Und wir versuchen jetzt hier das linke Bein tatsächlich zu heben. Du kannst hier das Gewicht, so wie du es brauchst, natürlich verlagern, aber du kannst auch versuchen, eben, ne? Also hier, das geht halt relativ leicht, aber wenn ich versuche, nicht ganz so weit nach mich zur Seite zu neigen, dann wird es ein bisschen anstrengender. Wir versuchen heben, heben, einmal in Point, einmal in Flex, einmal in Point, einmal in Flex, einmal in Point, einmal in Flex, einmal in Point, einmal in Flex. Wir halten oben in Flex und wir schieben hier einmal das Bein nach vorne und ziehen hier nach hinten zurück. In Flex nach vorne und dann in Point nach hinten. In Flex nach vorne, in Point nach hinten, in Flex nach vorne, in Point nach hinten. Noch 3. Bauch nach innen ziehen, Beckenboden gut spüren. Das war, glaube ich, die 2 und hier eine letzte Runde. Und dann einmal die Füße, die Beine umschwingen auf die andere Seite. Auch hier einmal schauen, wie sitze ich möglichst hier hinten. Die Anatomie ist unterschiedlich und auch die Beweglichkeit. Und auch hier könnt ihr ein bisschen spielen, wie sehr ihr das Bein hier ranzieht. Guckt, dass es im Knie nicht anfängt zu zwicken. Das ganze Bein und der ganze Fuß müssen arbeiten. Wir heben erstmal den Fuß, der Fuß ist in Point, dass wir erstmal in die Bewegung reinkommen. Schultern tief, Wirbelsäule lang am Scheitel, zieht euch jemand lang. Tief einatmen, die Mitte finden und beim Ausatmen heben. Und wir gehen in den Wechsel Point und Flex, Point und Flex. Und Point und Flex, auch hier. Meine Seiten fühlen sich heute komplett unterschiedlich an. Flex und Point und Flex und Point. Ich tappe nur ganz leicht auf, nicht ganz ablegen. Bleibt in der Aktivierung. Nochmal Bauch, Beckenboden nachspannen. Nochmal schauen, was die Schultern machen. Und noch einmal Point und dann in Flex. Wir halten oben. Wir ziehen hier
das Bein nach vorne in die Streckung, Fuß in Flex und schieben zurück und hier das Bein in, den Fuß in Point und wieder in den Wechsel und hier nach hinten den Oberschenkel nach hinten schieben, wie beim Sidekick fast, ne? Da schieben wir auch so nach hinten und da ist die gleiche Bewegung, hinten Point und vorne beim Kick ist Flex. Wir machen hier noch 5. Haltet durch, Leute, ihr könnt es. 4. Bauch nach innen ziehen. Länge finden in der Wirbelsäule. 2. Und die letzte. Wunderbar, sehr gut. Dann gehen wir hier einmal in eine kleine, etwas leichtere Stützvariation. Und zwar, genau, ihr könnt es entweder hier auf dem Unterarm machen oder wenn ihr euch ein bisschen mehr noch geben wollt, dann macht ihr es auf der ganzen Hand nur aufgestützt. Je kleiner diese Auflagefläche, umso anstrengender wird es. Beide Übungen sind nicht ganz ohne. Und nachdem ihr ja jedes Video fleißig mehrfach macht, könnt ihr einmal die eine Variation und einmal die andere machen. Die Beinaufstellung ist hier. Das untere Bein sozusagen ist mit der Außenseite unten und hier in, diese, in diesen Winkel vom Fußgelenk stelle ich die Ferse des oberen Beines, dass ich hier, so ein bisschen einen Anker habe. Die obere Hand öffne ich mit dem Handgelenk, mit der Handfläche nach oben und es liegt hier auf, auf dem Knie ab. Ich mache zuerst diese Variation. Einmal tief einatmen. Finde hier die Aktivierung im Rumpf, finde deinen Kraftkoffer, tief einatmen und dann stützt du hier auf das Knie und der Arm geht hier im Bogen über Kopf. Bei mir ist hier ein bisschen eine kleine Sperre, tief einatmen und mit dem Ausatmen hier. Genau, und wieder einatmen und mit dem Ausatmen. Wir machen hier noch 8, die andere Variation wäre, das ist dann die 7 und 6. Nicht immer ganz aus der Spannung rausgehen, wenn ihr ablegt. 5, 4, öffne die Hüfte nach vorne. 3, Mitte hält. 2 und wir halten kurz die letzte, schieb dich mehr raus und dann komm sauber zurück. Wir gehen auf die andere Seite. Jetzt ist das andere Bein natürlich hier und hier aufgestellt. Ich zeige nochmal die eigene Version. Entweder passt für euch so nicht ganz. Ihr könnt hier gerne ein bisschen mehr schauen, was für eure Schulter geht. Wichtig ist, dass die Schultern aktiviert werden. Finde hier eine gute Verankerung von Ferse und Fußgelenk. Tief einatmen. Und mit dem Ausatmen öffnen. Einatmen und ausatmen. Schieb auch hier die Hüfte nach vorne, oben in den Raum rein. Pro spannt mit an und Bauch und Beckenboden finden sich. Und hier tief einatmen, Schulter aktivieren und drück dich raus. Das ist hier die 7. Hände sind gespreizt oder die Stützhand ist gespreizt. Das war die 6. 5, auch hier den Po, Bauch, Beckenboden natürlich. 5, 4, 3, 2 und die letzte. Wunderbar. Und hier einmal absetzen. Dann einmal kurz überlegen, was ich noch machen möchte. Okay, wir machen heute diese Stützversion auch wieder in 2 Variationen. Die etwas leichtere, für manche leichtere, ist hier, wenn die Füße etwas, also wenn die Beine angebeugt sind, genau, sauber hier die Ausstellung der Füße finden, tief einatmen, Kraft, Koffer im Rumpf finden und dann in den Tisch heben. Und die etwas anspruchsvollere Version ist hier Langbeinsitz und mit dem Ausatmen hier in den Legpull.
Wichtig ist, dass ihr hier die Beine so aktiviert, dass ihr nicht das Gefühl habt, an den Knien, in den Waden durchzubrechen. Der Blick ist zu den Füßen. Po ist angespannt, Bauch, Beckenboden natürlich und alles arbeitet. Und jetzt wollen wir hier nicht so bleiben, sondern wir versuchen, ein Knie anzuziehen, ohne dass sich was im Becken absenkt. Und im Tisch sieht es dann natürlich so aus. Flankenatmung nutzen. Noch 3, 2 und 1 und wir halten entweder im Tisch oder hier in der langen Version. Nochmal durch den Körper gehen und alles arbeiten lassen. Noch 3, 2 und 1 und sauber absetzen. Wunderbar. Wir schwingen uns einmal rum, dass wir in den Vierfüßler kommen. Baut den sauber auf. Jedes Mal aufs Neue. Finger sind gespreizt. Ganz wichtig. Nutzt hier die große Fläche. Ellbogen, Innenseiten schauen sich an. Bauch, Beckenboden finden. Und die Schultern aktivieren. Kopf nicht hier und nicht hier, sondern lang rausziehen. Auch hier die lange Wirbelsäule vom Scheitel bis zum Steißbein. Und den Bauchnabel natürlich nach innen drücken, nach innen ziehen, dort an der Wirbelsäule festnähen. Und dann seid ihr hier im kurzen Brett. Und es fühlt sich gut an. Wunderbar. Und dann machen wir hier nur noch eine kleine Übung, hebt ein Bein nach oben und geht in Point und hebt und senkt hier ein bisschen den Oberschenkel und der Unterschenkel zeigt einfach senkrecht zur Decke und ihr haltet die Mitte. Schön die Arme hier arbeiten, Bauch, Beckenboden nach innen ziehen, aktivieren und nicht nachgeben. In der Ausgangsposition, wenn ihr hebt, noch 3, 2 und 1 und wir halten mittig und öffnen hier nach außen und ziehen wieder in die Ausgangsposition zurück. Noch 5, 4, 3, 2 und die letzte und schließen und sauber nach unten bringen. Wir wechseln auf die andere Seite. Finde dich, halte hier und wir heben und senken, Bauch zieht nach innen, nutzt die Arme, nutzt die Schultern, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, lange Wirbelsäule, noch 5, 4, 3, 2 und 1 und dann Oberschenkel nach außen ziehen. 5, 4, 3, 2 und 1. Wieder zurück und sauber und langsam absetzen. Und dann hier einmal in die Ruheposition gehen. Stirn auflegen. Arme lang. Hier die Handgelenke ein bisschen bewegen. Okay. Und jetzt machen wir hier gleich ein bisschen was fürs Gesäß. Die langen Arme mit den Händen gehen nach rechts, während das Gesäß sich schwer ein bisschen nach links schwenkt und ihr zieht das Gesäß hier nach unten. Wir machen hier eine Gesäßdehnung. Wenn diese Variation für dich nichts ist, wegen den Knien, dann hoffe ich, dass du eine andere Version machst. Einfach eine andere Übung. Krabbel langsam wieder mittig zurück und dann einmal auf die andere Seite. Ich finde diese Variation ab und zu immer wieder ganz schön, weil sie einfach noch mal ein bisschen die Seite mit öffnet. Wie gesagt, hier im Bogen denken, die Hände nach
links aufstellen und das Gesäß schwer nach rechts unten ziehen. Und dann krabbel hier mittig zurück. Wir gehen in den Vierfüßler und ganz kurz einmal in den Plank. Und wir gehen in den Fauststretch. Auch zieht nach innen. Fersen ziehen nach unten. Hände schieben in die Matte rein. Kopf ist zwischen den Oberarmen. Und genießt die Dehnung auf der ganzen Rückseite der Beine und im Rücken durch die Arme. Eventuell die Knie anbeugen, wenn hier die gestreckte Version nichts für dich ist. Bauch und Beckenboden sind natürlich aktiv. Wir beugen die Knie an und wir laufen zu den Händen. Ihr kommt auf die ganzen Füße und federt hier ein bisschen. Findet nochmal Bauch und Beckenboden. Und ihr rollt Wirbel für Wirbel nach oben in den Stand. Und dann sind wir fertig. Ich hoffe, ihr seid aktiviert, habt wieder ein bisschen euren Körper neu kennenlernen und die Grenzen ein bisschen weiter rausgeschoben für Belastung und Spaß im Pilates. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.